Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wolfenstein 2 The New Colossus. Wir sind momentan immer noch mit unserem kleinen Hundi unterwegs, um zwar Gassi zu gehen. Oder so ähnlich. Und ich würde mal sagen, wir gehen mal weiter. Und gucken mal, ob wir noch vielleicht auf ein paar nette Passanten treffen, die unseren kleinen Hundi füttern möchten. So, wir sind wieder unterwegs. Lala. Hallo, ist hier vielleicht noch jemand? Möchte... Läuft er denn da rum? Möchte irgendjemand meinem kleinen Hundi hier was zu fressen vorbeiwirft? Da ist ja jemand, guck mal. So, wir sind aufräumen. Barbecue. Barbecue. So, wo gammelt denn alles so schön rum? Wie ich gesehen habe, wenn ich über die Rüstung laufe, nimmt Hundi die Rüstung mit und packt sie sich wieder dran. Dann mach's aber, Shay. Und ihr so? Was gammelt ihr nur oben rum? Was so ein Leckerbiss. Lalala, wie im Hochofen. Hier oben jetzt down. Halt mal noch ein bisschen drauf. Rüstung nehmen wir wieder mit. Wie man jetzt unten links gerade sieht. Wir rennen jetzt erstmal hier durch. Na, ihr da oben? Wie sieht's aus? Oh, macht das einen Spaß, da könnte ich stundenlang machen. Ne? Hallo, guck mal. Ups. Was, wer will denn noch was? Was uns knusprig, wenn du dahinter stehst? Bist du da noch? Nein? Gut. So, mal ganz kurz auf die Karte gucken. Da geht's runter. Soll ich mal ganz gut sorgen? Wir gehen nochmal ganz kurz gucken. Wenn ich irgendwie fest mit Hundi. Machen wir ein bisschen hier einen Scheinwerfer an. Vorher ist ein neuer Scheinwerfer. Gehen wir mal kurz überall durch. Na, gucken wir mal, ob wir da irgendwas Tolles mitnehmen können. Ob wir irgendwas rumliegt zum Einsammeln. Ja, so macht doch Gassi gehen Spaß. Falls ihr kleine Kinder habt und ihr habt einen Hund, und die sollen mal wieder Gassi gehen und die haben keinen Bock, kauft euch einen anderen Hund. Flammenhund. So, wir mal gucken. Gut. Achso, nee. Okay, wir brauchen auf jeden Fall erstmal irgendwie wieder so eine Plan, um zu sehen, wo hier was rumliegt. Oh Gott, ist ja dunkel. Moment, müssen wir auffüllen? Quatsch, wenn man nichts gebraucht. Ich sehe halt null was. Damit reicht. Mal sehen, was rumliegen sollte. Nee, ist nicht. Das ist sogar komplett dunkel bei mir. Ich gehe mal davon aus, dass es später in der Aufnahme nicht besser sein wird bei euch. Eine Kiste. Hat das rote Fass echt überlebt? Das ist eine Frechheit. So. Die schmeißen noch alles hin. Immer diesen Regime heißen sie ja. Die heißen ja Regime. Regimanten heißen sie ja, ne? Regimanten. Die sympathischen Regimanten, wer kennt sie nicht? Ich nicht. Sympathisch sind sie auf keinen Fall. So. Ist ja noch ein Ding zum Aufladen. Wofür braucht man denn sowas? Das ist ja schwachsinnig. Da hat man noch Hundi. Und Hundi muss man nicht aufladen. Die Musik gut, die hier läuft. Gute Musik. Man sieht schon geil aus. Kann ja sagen, was man will, aber so ein Hund für zu Hause? Wie ist denn nochmal der Hund? Fällt mir jetzt gerade mal so ein. Der hatte doch einen Namen gehabt. Oh, wie hieß der nochmal? Jesse, Blessy, Nessie? Also, da gab es auch so eine Werbung. Wo Wolfenstein 2, The New Colossus, die sie auch damals halt auf die E3 gezeigt haben. Und da wurde auch der Hund gerufen, weil auch der eine Mann noch eingeklemmt war unter dem Auto und dann sollte der Hund ja auch das Auto umstoßen, damit er
Mann freikommt. Wie ist denn der Nummer? Weiß ja gerade nicht, aber irgendwie sowas wie Jesse, Messi, Blessi. Ich sehe hier einfach nichts. Hier brauchen wir einen Flammenwerfer. Kann der Hund uns nicht hinterher und mit dem Flammenwerfer die ganze Zeit hier so ein bisschen Licht machen? Ja, nix. Oh, Granaten, die wir natürlich nicht benötigen, weil wir ja Hunde haben. Ach, ich mag das jetzt schon nicht, wenn die Hunde gleich wieder abgeben muss. Würde ich immer von ausrechnen, dass ich abgeben muss. Weil das Spiel ist ja schon cool gemacht und sagt auch hier, räume ordentlich auf. Aber gleichzeitig sagt einem das Spiel auch, ja, gib mal Hundi zurück. New Orleans wird zu neuer Touristenattraktion. Washington, 26. Juli 61. Das Tourismusministerium in Louisiana hat heute Pläne bekannt gegeben, aus New Orleans ein pulsierendes Touristenmagneten zu machen. Nach dem humanitären Hilfeinsatz, in dessen Rahmen alle in der Zone lebenden Häftlingen an einen sicheren neuen Standort mit hygienischen Lebensmittelbedingungen verlegt wurden, wird die Stadt saniert, um die Schäden zu beheben, die sich dort versteckten Terroristengruppen über mehrere Jahre hinweg eingerichtet hatten. Das französische Viertel wird wiederaufgebaut und soll als Museum dienen, in dem Touristen sich über die Geschichte des Befreiungskriegs und die Rettung der amerikanischen Gebiete informieren können. Die entsprechenden Gebäude werden saniert und von Spuren kulturellen Abweichlertums befreit. Aha, ja klar. Also historische, relevante Sachen werden einfach mal auf einmal auf Seite geräumt, zerstört, vernichtet. Alles, was so, naja, dem Regime nicht so passt. Sobald die Arbeiten beendet sind, wird die Mauer von der Stadt, die derzeit umgeben ist, abgerissen, um moderne Hotelhochhäuser aus robustem Superbeton zu weichen. Ist Superbeton hier nicht so schimmelanfällig, oder wie war das? Haben wir das nicht so im ersten Teil irgendwie gelernt? Haben die ja schon mal Besseres entwickelt? Superbeton, oder was? Der Ding ist immer so schimmelanfällig. Lalala. Super. Wie komme ich eigentlich da oben hin? Was sagt nicht, hier gibt es irgendwie so ein Rohr, wo ich theoretisch auch noch reinkrabbeln kann, weil ich aber nicht sehen kann, weil es hier so dunkel ist. Außer wird irgendwie angestrahlt. Was? Wer hat da rumgeschrien? Ich hab's genau gehört. Wer hat da rumgeschrien? Wie komme ich da hoch? Leiter? Nee. Moment, vielleicht hier drüber. BJ, halt dich fest. Ach, BJ, du bist eine Wurst. Ja, ich muss so wieder zurück, weil ich noch Hundi holen muss. Guck mal, ob ich da irgendwie hochkomme. Da gibt's doch einen Weg, der sogar darüber führt. Wie komme ich da hoch? Gar nicht. Eine Lampe, die irgendwo dahin leuchtet. Ein Rohr, wo ich mich rein quasi durchquetschen kann, gibt es hier irgendwie auch nicht. Den sehe ich ganz. So, Karte ist noch nicht aufgedeckt. Okay, mir wird auf jeden Fall noch nicht gezeigt, wo irgendwo was rumliegt, ich mitnehmen könnte. Oh nee, ich habe Hundi. So, Hundi, wir können. Na, hast du mich vermisst? Na, lass mal weitermachen. Weiter geht der Spaß. So, machen wir ruhig ein bisschen Licht an. Wir müssen mal den Dunkeln hier sehen. Männliches Feuer. Lalala. Jetzt geht die Musik richtig ab, wenn das Feuer läuft. Wenn das Feuer brennt hier. Dann legen wir auf jeden Fall nochmal eine Schippe drauf, habe ich mich erschrocken. Was war das denn? So, jetzt überhaupt. Wow. Erschrecken wir wieso?
Wer ist hier noch? Okay, uns sieht eine Rüstung ein bisschen aus. Wir müssen ein bisschen mehr Rüstung finden. Na, habt ihr Rüstung für mich? Habt ihr Rüstung, habe ich gefragt. Rüstung. Na doch, da geht's weiter. Da oben. Hallo, kommt da mal ein bisschen näher? Da seid ihr fertig, da oben. Ich sehe zumindest nichts mehr. Hey Leute, wir können männlich weitermachen. Moment, wir sind von hier oben runtergegangen, ne, oder? Nee, Moment. Wo sind wir denn runtergegangen? Hier sind wir runtergekommen. Oder? Ja, sieht dann aus, genau. Hier oben ist das Ding. Also mal eben ganz kurz gucken gehen. Bis gleich. Oh. Ich kann mal lieber ganz kurz. So. Oh. Schade. Nichts mitnehmen? Ich hätte so gerne was zum Mitnehmen. Hier liegt nur diese Rüstung rum. Hätte ich mit dem Hundi mal drüber laufen sollen. Vielleicht nochmal machen. Limit erreicht. Und nichts drin. Und aber hier kommt man hoch, oder was? Ja. Das hat's jetzt gebracht. Also. Boah. Zum Glück bin ich da hochgegangen. Ich sehe überhaupt, was ist denn das? Mit wem? Wo sind wir hier? Ist das, wenn wir den Bereich hier leise machen wollen, oder was? Wer macht den Bereich denn leise, wenn man einen Hund bei hat? Oh, eine Zeitung. Was? Paris Jack ist wieder da? Oder Paris Jack? Hm. Oh, Paris Jack. New Orleans, 8. November 48. Louisiana, berühmtes Star, Klarinettist. Ist doch richtig geschrieben, ausgesprochen, ne? Klarinettist. Kehrt am Samstag um 20 Uhr zu einem Auftritt im Club All That Jazz nach New Orleans zurück. Auch Paris Jacks Herz scheint schon im wilden Rhythmus des Jazz schneller zu schlagen. Mein Gott, das ist ein Zungenbrecher. Meine allererste Jam-Session auf der Bühne hatte ich im All That Jazz. Daher fühlt sich die Rückkehr mit den Katalins nach all den Jahren an, als würde ich einen Kreis schließen. In den kleinen, düsteren, verrauchten Clubs von New Orleans bin ich als Musiker groß geworden. Paris Jack wurde in New Orleans geboren und begann im Alter von 8 Jahren Klarinette zu spielen. In der Musik finde ich wahren Frieden, etwas, das die Welt heutzutage dringend nötig hat. Wie recht er hat, wie recht er hat. Mit weniger Durchgang? Nach hier vorne.
Ein Durchgang. Wo geht's denn hin? Zu einer Rüstung. Mal ganz ehrlich, wer klettert denn hier durch? Wenn man die Möglichkeit hat, mit dem Hund rumzurennen. Kanalisation. Hoffentlich kommt er mit dem Hund durch. Ich sehe nix. Was heißt der Gang? Sind wirklich die Leute, die den Hund schon verloren haben oder was? Hundi. Die zarteste Versuchung, seit es euer Hunde gibt. Vielleicht da oben drauf? Oh, PJ. PJ, du bist eine Wurst. PJ? Da irgendwas drauf? So. Wie nichts? So ein idealer Ort, um irgendwas draufzulegen, und da ist einfach nichts. BJ. Baby. Ach, hier sind wir. Mir wird immer nichts angezeigt, oder? Nee, Treppen. Verstehe ich einfach nicht. Manchmal wird es mir angezeigt, manchmal wird es mir nicht angezeigt, manchmal finde ich eine Karte, dann wird es mir angezeigt. Manchmal finde ich eine Karte und mir wird nichts angezeigt. Keine Ahnung. Moment. Nur war nur das oder war hier noch mehr? Okay, ich sehe zumindest nichts. 20 HP. Der Hundenopf. Ich würde sagen, dann gehen wir mit dem Hund weiter. Kommen wir durch? Hundi. Der Hundi, darf der Hundi nicht pfeifen? Weil sie hier ein bisschen pfeifen können, der Hundi uns hinterher rennt. Wie eine Werbung. Ach, wann habe ich mich damals gefreut auf die E3, als es vorgestellt wurde? Ach, hab ich mich gefreut. Das war da so schön. Wolfenstein. Da gab es doch auch so eine Szene, wo der mit dem Hund so rumgerannt ist und wo der die alle weggebrutzelt hat. Ach, das war so schön gewesen. Was steht da hinten rum? Was ist denn das für ein Ding? Oh, will man nicht sehen. Erstmal aufräumen und gleich looten. Signal? Scheiße. Hätte ich machen sollen. Hallo. Na, krieg ich ein bisschen Rüstung von dir? Das war voll Knorke. Na, krieg ich von dir auch ein bisschen Rüstung? Dann mir geht langsam die HP runter. Oh, du Kacke. So, wenn der jetzt eine gute Rüstung gibt, dann weiß ich auch nicht. So, sieht aber gut aus, dass er gute Rüstung gibt. Aber ich komme gerade nicht mehr durch, der hat mir den kompletten Weg zugemacht. Nein! So, wo ist euer Kommandant? Kommandanten. Hallo. So. Wir machen hier so einen Krach. Wo ist der denn? Hinten gammelt einer rum.
erstmal die Rüstung einsammeln. Eigentlich müsste ich den Kommandanten noch gar nicht killen, ey. Da macht viel zu viel Spaß hier rumzurennen. Ach, Kommandant ist auch schon weg. Deck. Genau, nicht tot, sondern Deck. Mal ganz kurz gucken, wo bist du überhaupt hin? Lasse den Bereich durch die Kanalisation. Wir sind hier und wir müssen dahin. Das ist ja lame. Verlassen. Mein Lieber, du warst ein guter Freund, aber du bist viel zu groß geworden. Ja, da gar nicht. So, sonst noch wer? Kann man dabei sein, nochmal mitbrutzeln. So, dann müssen wir gleich den Bereich nur noch ablaufen und dann haben wir es doch. Mal kurz gucken, ob hier irgendwo einer rumgammelt. Moment, hat er jetzt den Enigma-Code eingesammelt oder habe ich den weggepustet, den Typen? Oh oh. Habe ich den Enigma-Code? Kann ich den Enigma-Code irgendwo sehen? Haben wir hier Enigma-Code? Ich hoffe mal, dass er die eingesammelt hat, wenn wir drüber laufen. Kann man hier irgendwo sehen? Info. Nein, da steht nichts bei. Enigma-Codes. Also laut Enigma. Warte mal, da liegt davon noch. Oh oh. Nein. Nein. Das sind keine Enigma-Codes. Scheiße. Habe ich den jetzt weggepustet, den Kommandanten? Oh nein, sag nicht, ich muss ja den neu starten. Also laut Info ist der Enigma-Code da, wo der Hund steht. Ich glaube, ich bin immer kurz ein bisschen auf Seite, aber ich glaube, der ist nicht mehr da. Alter. Wo habe ich nochmal gespeichert? Ne, Werte nicht. Ich sehe den Kommandanten ja auch nicht mal mehr. Unser Kommandant hier irgendwo durch die Gegend geflogen. Kommandant? Kommandant? Da! Oh, Glück gehabt. Okay. Der ist wirklich durch die Gegend geflogen. Ups. So, wenn wir jetzt werden mir die Sachen angezeigt. Da haben wir doch noch eine Sache übersehen. Okay, mal ganz kurz gucken. Hier unten ist aber sonst nichts drin, wie es aussieht. Ist ein bisschen nüchtern, ne? Hier unten ist wirklich nichts. Kommt man da rein? Ne, kommt man nicht. Du, 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 du. Na gut, dann komm mal. Also, hier ist schon mal nichts. Da vorne geht's weiter. Da vorne ist auch nichts. Das weiß ich jetzt gerade nicht, wenn du das heißt. Also, Kanalisation. Gut, wir müssen nochmal zurück, da wo der eine Ausgang war. Und wo war denn das? Wo ist ein bisschen Licht an? Also war ich schon viel schöner, kann man viel mehr sehen. Kann man da durch? Ach so, hier sind wir. Aus dem Ding wollen wir auch nicht rauskommen, wenn man dann auf einmal so einen Hund vor einem stehen hat. So, angeblich ist hier drüben noch was drin.
man hier hoch? Oder wo? Nee, doch nicht. Das muss ja da oben irgendwo sein. Moment. Wie komme ich als Normalsterblicher da hoch? Wenn ich jetzt nicht gerade hier irgendwie meine Überbeine bei habe. Muss man denn hier hochkommen? Bisschen rumkraulen, genau. Baut schon, wollte ich sagen. Wo liegt das hier hinter? Ne, hier unten ist das nicht, das ist eine andere Etage. Oh. Ja. Zumindest sind die Kisten jetzt weg. Wie soll ich denn da oben ankommen? Wo ist er denn? Da ist er. Nee. Hm? Shit. Muss man irgendwie dran kommen können. Das muss. Da ist er doch. Ups. Dann gehen wir so noch nicht hoch. Matt Patterson. Wollte ich mir eigentlich auch gar nicht angucken. Ne? Wegen Absturzgefahr und so. Habe ich aber jetzt aus Versehen trotzdem gemacht. Ja, da wir den Kommandanten jetzt platt haben, wurden, wenn uns jetzt die Sachen angezeigt, bedeutet für mich, ich gehe mal nochmal ganz kurz mit dem Hundi zurück. Geht ja eigentlich schnell. Mal eben ganz kurz den Weg hochgehen, ob da irgendwie was ist. Also absteigen werde ich jetzt nicht, wenn da jetzt nicht unbedingt was rumliegt. Weil die anderen Etagen werden mir ja jetzt gerade nicht angezeigt, sondern immer nur halt die, wo ich mich gerade halt drauf befinde. Deswegen mal eben ganz kurz nach oben. Hier aus. Okay, ist mal noch die Etage. So, ab der nächsten wird es interessant. So. Okay, da sind wir letztens reingekommen. Das haben wir geklärt. Hier haben wir jetzt angefangen, aber hier ist überall nichts. Gut, haben wir wohl alles gefunden. Gut, gehen wir weiter. Ich habe schon Angst, ich hab echt gerade Angst gehabt, dass der nicht mal gut weg ist. Dann hätte ich wirklich den ganzen Abschnitt irgendwie nochmal neu spielen müssen oder so. Wäre jetzt nicht das Allerschlimmste gewesen, wenn wir dann mit dem Hundi nochmal durchrennen dürfen. Aber ja, fürs Let's Play, das sieht schon geil aus. Das sieht so ein bisschen aus wie The Last of Us. Obwohl ich sagen muss, ich habe The Last of Us halt noch nie so wirklich gespielt. Ich habe immer mal so ein bisschen so ein paar Videos dazu gesehen oder so, ne? Wie da halt so aussieht, die ganze Umgebung. Aber selbst gespielt habe ich es halt noch nie. Müsste ich eigentlich auch mal Let's Play machen, bevor Last of Us 2 rauskommt. So. Deswegen. Aber wenn ich danach gehe, müsste ich auch noch Red Dead Redemption machen. Weil ich eigentlich auch noch vorhab. Ach, da gibt es noch so viele geile Spiele, die ich ja nicht gerne zocken möchte. So, wo geht's hier rein? Oh, da vorne ist ein Eingang. Nee, Moment, was? Ist der da? Wo ist der Eingang? Der ist. Okay, da ist er. Bin da noch vorbeigelaufen. Entschuldigung. Bin am Eingang, beziehungsweise am Ausgang vorbei. Da müsste es reingehen. So, Hundi. Bravo, Hundi. Ja, bisschen ganz braver. Ne? Bis später oder so. Ne? Kannst du mir ein bisschen Licht machen? Nee, nix. Aber die kommen nicht durch. Gibt es denn einen Eingang für mich? Ich sehe halt hier nichts. Moment mal eben. Ich komme mal ganz kurz wieder. Mach mal ganz kurz hier Licht an.
soll ich denn da durchkommen? Stimmt, da hinten gab es ja noch so ein Loch. Da gehen wir mal ganz kurz hin. Da war ja noch so ein Loch im Boden drin. Mal gucken, vielleicht kommen wir da ja irgendwie durch. Wir gehen durchs Loch. Und sammeln noch ein wenig Rüstung ein. Und die. Genau da. Dahinter ist eine Zutür. Da hinten ist nichts. Da sieht auch nichts aus. So, jetzt aber. Ich bin ganz braver. Ne? Wir sehen uns bestimmt immer wieder kleiner. Ich glaube, der hieß so Liesel, ne? Der Hund, oder? Liesel? Ich glaube, der hieß Liesel. Bin ich mir zu 99% sicher. Okay. Ab nach unten. Bis später.